In diesem Video rechne ich eine Aufgabe zu linearen Funktionen vor. Es geht wieder darum, eine Funktionsgleichung aufzustellen und es soll auch der Graph gezeichnet werden. Probier das erstmal alleine, drück Pause und mach so weit du kommst und du kannst dann mit meiner Lösung vergleichen. Also Friedrich spart für ein neues Fahrrad. Das soll 400 Euro kosten. Er kann jeden Monat 20 Euro sparen und seine Eltern geben ihm 180 Euro dazu. Ich drehe die Aufgabe mal um und fange an mit der grafischen Umsetzung. So, ich habe mir jetzt mal so ein Koordinatensystem zusammengeschustert. Ich merke auch gerade, es ist gar nicht ganz so einfach, da die richtige Skalierung zu finden, dass das irgendwie passt. Unten auf der X-Achse, das ist die X-Achse, sind die Monate. Und auf der Y-Achse ist das gesparte Geld. Ich schreibe einfach mal ein Eurozeichen. So, jetzt gucken wir nochmal in die Aufgabe. Da steht, seine Eltern geben ihm 180 Euro dazu. Das heißt, er startet nicht bei 0, sondern er hat schon mal 180 Euro. Selbst wenn er hier noch überhaupt nichts zurückgelegt hat im Monat 0, hat er schon 180 Euro. Das heißt, wir können das erste Kreuzchen bei 0 180 machen. Dann einen Monat später hat er bereits 20 Euro gespart und hat also schon 200. Nach zwei Monaten hat er 220. Nach drei Monaten hat er 240. Nach vier Monaten 260. Fünf Monate 280. Sechs Monate 300. Sieben Monate 320. Reicht vielleicht erstmal. Da kann man jetzt eine Linie durchziehen. So sieht es dann aus, eine gerade Linie. Und jetzt kann man auch schon grafisch ablesen, wann er diese 400 Euro erreicht. Das ist diese letzte Aufgabe. Wie viele Monate muss Friedrich sparen, damit er sich das Fahrrad kaufen kann? Also wann hat er 400 Euro? Das kann man hier ablesen. 400 wäre nach 11 Monaten. Das rechnen wir aber gleich nochmal, wenn wir die Funktionsgleichung haben. Also die Funktionsgleichung. Lineare Funktionen haben immer die Form y gleich m mal x plus n. M mal x plus n. Das ist die allgemeine Form für alle linearen Funktionen. Das m ist dabei die Steigung und das n ist der y-Achsenabschnitt. Wir sehen den y-Achsenabschnitt hier schon. Das ist 180. Das ist sozusagen zum Zeitpunkt 0. Wenn man für x 0 einsetzt, dann steht da diese Zahl mal 0 ist 0 und es bleibt nur noch das hier übrig. Also 180 wäre unser n. Ich kann das schon mal aufschreiben. Plus 180. Y ist gleich. So, ein x muss immer drin vorkommen. Und jetzt die Steigung. Oft macht man das so, dass man ein Steigungsdreieck reinzeichnet. Man sucht sich irgendeinen Punkt, geht einen Schritt nach rechts und dann guckt man, wie viel muss man nach oben gehen oder nach unten gehen, um wieder auf die Linie zu stoßen. Aber hier in dieser Aufgabe geht das nicht. Warum nicht? Weil wir hier unterschiedliche Skalierungen haben. Hier gehen wir in einer Schritten und hier gehen wir in 20er Schritten. Steigungsdreieck funktioniert nur dann, wenn die Skalierung gleich ist. Also wenn wir auf beiden Achsen die gleichen Abstände haben. Wir brauchen aber auch gar kein Steigungsdreieck, denn wir kriegen alle Informationen im Text. Steigung bedeutet, um wie viel verändert sich das pro Zeitschritt. Also die Zeitschritte sind hier Monate. Von einem Schritt zum nächsten sind immer 20 Euro mehr. Jeder Zeitschritt 20 Euro mehr. Das heißt, unsere Steigung ist 20. Ich kann das mal hier hinschreiben. 20 mal x plus 180. Und das ist die Funktionsgleichung. Ziemlich unspektakulär. Um jetzt die letzte Aufgabe rechnerisch zu lösen, wie viele Monate muss Friedrich sparen, damit er sich das Fahrrad kaufen kann, müssten wir einfach nur in diese Gleichung einsetzen. Also 400 Euro wäre der Preis oder das Gesparte, 400 für y ist gleich 20 mal x plus 180. Dann sagen wir auf beiden Seiten minus 180. Dann steht da 220 ist gleich 20x. Beide Seiten geteilt durch 20 und dann ist x gleich 11. Das heißt, er muss 11 Monate sparen, bis er sich das Fahrrad kaufen kann. Und wenn wir auf die Grafik gucken, dann sehen wir, es ist genau das. 411 Monate. Damit ist die Aufgabe fertig.